Willkommen zu dieser geführten Meditation von Chakratunes. Stelle nun die Lautstärke so ein, dass meine Stimme für dich angenehm laut ist, du mich gut verstehen kannst, aber beim Einschlafen nicht gestört wirst. Mache es dir jetzt bequem. Lege dich so hin, wie es für dich am angenehmsten ist. Und lösche das Licht. Beobachte zunächst deine Atmung. Atme ganz ruhig und entspannt, tief in deinen Körper. Und dann wieder aus. Atme tief ein und dann wieder aus. Ein und aus. Und mit jedem Atemzug entspannt sich dein Körper etwas mehr. Und bei jedem Ausatmen versinkst du ein Stück tiefer in dir. Dein Atem funktioniert ganz ohne dein Zutun. Beobachte einfach deine Atmung. Mit jedem Einatmen breitet sich eine Ruhe in deinem Körper aus. Und mit jedem Ausatmen fällst du ein Stück tiefer in dich hinein. Falls irgendwelche Gedanken auftauchen, ist das nicht schlimm. Gib einfach keine Energie hinein. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei deiner Atmung und lasse die aufkommenden Gedanken an dir vorbeiziehen. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun oder zu regeln und auch nichts zu durchdenken. Jetzt ist die Zeit der Entspannung und Erholung. Wir machen jetzt ein kleines Spiel. Stelle dir eine Farbe vor, die beruhigend auf dich wirkt. Nimm die Farbe, die dir zuerst in den Sinn kommt. Falls keine Farbe kommt, dann nimm einfach Gold. Stelle dir vor, dass diese Farbe durch deinen Kopf in deinen Körper fließt. Lasse deinen Körper langsam damit auffüllen. Vielleicht kannst du die Farbe in deiner Vorstellung sehen. Vielleicht kannst du sie auch in dir fühlen. Wenn nicht, dann macht das nichts. Lausche einfach weiter meiner Stimme. Die Farbe füllt deine Füße von den Fußspitzen bis zu den Fußballen und steigt langsam deine Unterschenkel hinauf. Eine schöne, dickflüssige, leuchtende Farbe. Und sie steigt weiter in dir auf, füllt deine Unterschenkel bis zu den Knien. Und sie steigt weiter auf,
langsam über die Oberschenkel bis zu den Hüften. Jetzt erstrahlt deine untere Körperhälfte in diesem friedlichen Licht. Lasse sie nun etwas weiter aufsteigen. Dein Becken hinauf, über den Bauch bis in den Brustbereich. Die Farbe erfüllt deine Lungen und steigt weiter hinauf bis zu deinen Schultern. Von deinen Schultern in die Oberarme, dann hinunter zu den Ellbogen, über deine Unterarme in die Hände und von dort bis in die Fingerspitzen. Sie fließt zurück über deine Arme bis zu den Schultern und langsam den Hals hinauf bis in den Kopf. Jetzt ist dein ganzer Körper mit der Farbe erfüllt und strahlt eine friedliche Ruhe aus. Vielleicht kannst du nun eine Veränderung in dir wahrnehmen. Einen Frieden, der sich in deinem Körper ausgebreitet hat. Die Farbe besitzt eine besondere Kraft. Eine ruhige, stille Kraft, die deinen ganzen Körper mit Frieden füllt und aus dir heraus in die Welt strahlt. Dein Körper freut sich über die Ruhe, die sich in dir breit macht. Diese Ruhe erfüllt dich vollständig. Jeden Muskel, jeden Knochen, bis hinein in die kleinsten Zellen. Du genießt diesen Moment des Friedens. Du atmest langsam und gleichmäßig, und mit jedem Einatmen breitet sich noch mehr Ruhe in dir aus. Und mit jedem Ausatmen sinkst du tiefer in dich hinab. Dein Körper ist jetzt ganz entspannt und versinkt förmlich in deinem Bett. Lasse dein ganzes Gewicht einfach fallen und fühle einmal dorthin, wo dein Körper die Matratze berührt. Fühle, wie dein Körper in der Matratze versinkt. Gib dein ganzes Gewicht ab. Lass dich ganz fallen. Wir werden jetzt eine Reise machen, bei der du dich noch tiefer entspannen wirst. Du musst nichts tun. Lausche einfach meiner Stimme und genieße. Du sitzt auf einer Wiese. Um dich herum siehst du grünes Gras und wunderschöne Blumen in bunten Farben. Die Sonne strahlt ein zartes Licht aus und eine angenehme Wärme liegt in der Luft. Du bist zufrieden und fühlst dich leicht und entspannt. Die Blumen versprühen einen süßlichen Duft, den du genüsslich einatmest. Ein zarter Wind streift über die Felder und die Gräser und Blumen wiegen sich sanft in der lauen Brise. In der Ferne hörst du ein leises Rauschen. Du stehst auf
und folgst der Richtung, aus der es kommt. Du gehst barfuß und fühlst bei jedem Schritt die Wiese unter deinen Füßen. Ein angenehmes Gefühl. Wie du so weitergehst, erblickst du in der Ferne einen Fluss. Du kommst diesem langsam näher, bis du schließlich an seinem Ufer stehst. Es ist ein großer Fluss, der langsam und gemächlich das Tal hinabfließt. Du entdeckst ein Blatt, das auf dem Wasser hin und her schaukelt und allmählich an dir vorbeizieht. Ein friedliches Rauschen und Blubbern ist zu hören. Du folgst dem Flusslauf am Ufer entlang. Es ist ein schöner Spaziergang. Die Sonne hat ihren Zenit überschritten und strahlt ein warmes und ruhiges Licht aus. Das stetige Rauschen und Blubbern des Flusses erfreut dich und schenkt dir Gelassenheit. Überhaupt gefällt dir dieser Fluss sehr. Er wirkt dir vertraut. Vielleicht wie ein alter Freund, mit dem man einfach in Ruhe sein kann, ohne etwas tun oder reden zu müssen. Du kommst an eine Stelle, an der hohes Schilf wächst, und findest darin, etwas versteckt, ein großes Floß. Die alten Holzstämme sind mit dicken Seilen verbunden. Du findest einen langen Stock, setzt dich auf das Floß und stößt dich vom Ufer ab. Es geht viel leichter als erwartet und du treibst gemächlich mit der Strömung. Der Fluss ist nicht tief und sein Wasser ist klar. Du kannst bis auf den sandigen Grund schauen. Es ist ein wunderschönes Gefühl, so langsam auf dem Fluss dahin zu treiben. Du spürst die kleinen Wellen unter dem Floß, die dich sanft hin und her schaukeln. Es gibt nichts, um das du dich jetzt sorgen müsstest. Es gibt nichts zu tun, und so legst du dich entspannt auf das Floß und schaust in den blauen Himmel über dir. Es ist ein schönes Gefühl, dahin zu treiben, ohne etwas tun zu müssen. Du bist voller Vertrauen, dass das Floß dich sicher auf diesem friedlichen Fluss trägt. Ich vertraue und lasse mich treiben. Ich vertraue und lasse mich treiben. Ich vertraue und lasse mich treiben. So treibst du eine Weile dahin und lauschst dem Klang des Flusses. Du siehst einen Vogelschwarm hoch über dir durch den Himmel gleiten. Einzelne Wölkchen still an dir vorbeiziehen. Die Bäume am Ufer schauen freundlich zu dir herüber. Und du fühlst dich ganz. Ganz da, ganz angenommen und ganz verbunden mit allem um dich herum. So wie du bist, bist du richtig.
und du musst nichts dafür tun. Es ist spät geworden, die Sonne geht langsam unter und taucht die Landschaft in ein friedliches Rot. Du lenkst das Floß ans Ufer und springst an Land. Ein Gefühl von tiefer Dankbarkeit überkommt dich und du bedankst dich bei dem Fluss, dass du auf ihm fahren durftest, und bei dem Floß, dass es dich so sicher getragen hat. Nur ein paar Schritte weiter siehst du eine Feuerstelle und daneben einen Platz, der sich zum Schlafen eignen könnte. Der Schlafplatz ist mit weichem Moos und sanftem Gras bedeckt. Du legst dich hin und stellst fest, dass es sich ganz wunderbar darauf liegt. Es ist weich und warm und wie für dich gemacht. Es freut dich, dass du diesen schönen Platz so einfach gefunden hast. Neben der Feuerstelle findest du trockenes Holz. Du türmst es auf und entzündest es. Die Sonne versinkt in ihrem tiefen Rot am Horizont. Immer noch ist es angenehm warm und du fühlst dich wohl und behaglich. Das Feuer knistert neben dir und ein sanfter Wind rauscht durch die Bäume. Ein Gefühl von Freiheit und Geborgenheit steigt in dir auf. Wie schön es ist, einfach nur da zu sein und nichts zu tun. Dankbar erkennst du, dass die Natur um dich herum auch einfach nur da ist und sie ist genau wie du, richtig und wertvoll, einfach so. Am Himmel sind der Mond und die Sterne aufgegangen. Es ist eine klare Nacht. Um dich herum ist es sehr ruhig geworden. Es scheint fast, als würde auch die Natur zur Ruhe finden. Das Rauschen des Flusses ist leiser geworden. Und die Baumwipfel wiegen träge im lauen Wind. Es ist, als würde sich die Kraft des Tages nun zurückziehen. Als würde mit dem Erlöschen der Sonne die Natur zur Ruhe finden, um sich zu erholen. Nie geht diese Lebenskraft so ganz verloren. Es ist vielmehr, als würde sie sich zurückziehen, um am nächsten Tag mit frischer Kraft erneut zu erwachen. Du liegst ruhig und entspannt und genießt diese Verbundenheit mit allem um dich herum. Friedlich schaut der Mond auf dich hinab und du fühlst dich geschützt und behütet. Du freust dich auf den morgigen Tag und darauf, was er mit sich bringen wird. Jetzt gibt es nichts mehr zu tun und nichts mehr zu sein. Jetzt ist die Zeit der Stille. Friedlich sinkst du in einen erholsamen und tiefen Schlaf.
Thank you.